verstehe es nicht. Warum wird um diese Abfüllung so ein Gewese gemacht? Warum wird da so ein Hype drum gemacht? Ich verstehe es einfach nicht. Ja, sie brennen nur 2 Monate im Jahr. Außerdem beträgt ihr Produktionsvolumen nur 60.000 Liter. Okay, aber trotzdem, warum? Warum wird da so ein Gewese drum gemacht? Verstehe ich nicht. Nun verkoste den Whisky. Ja, okay. Moin, moin, hier ist Christian von The Malthead. Ich grüße euch. Ja, wir haben heute von der Glengyle Brennerei den Kilcarron 8 Jahre auf dem Tisch stehen. Und die Glengyle Brennerei liegt in Campbelltown. Wurde 1872, 100 Jahre von meinem Geburtsjahr, gegründet und hatte viele Ups und Downs. 1925 wurde sie dann endgültig geschlossen. Es lag an den Auswirkungen des Ersten Weltkrieges und auch an der Prohibition in den 20er Jahren in Amerika. Und ja, wurde dann 2000, im Jahre 2000, von der Mitchell Group wieder erworben. Und 2004 gab es den ersten Whisky aus der Brennerei. Warum wurde sie von der Mitchell Group erworben? Es gab Ende der 90er Jahre eine Problematik. Es gab in Campbelltown nur noch 2 aktive Brennereien, Glen Scotia und Springbank. Und da sagte die Scotch Whisky Association: Leute, 2 Brennereien sind zu wenig. Ihr braucht 3 Brennereien für eine Whisky-Region. Also sollte die Whisky-Region Campbelltown von der Karte gestrichen werden. Also, Schotten sind ja eh sehr starrsinnig, hat die Mitchell Group einfach die alten Gebäude der Glengyle Brennerei aufgekauft. Dort wurden dann wieder neue Brennblasen installiert, eine Wash und eine Spirit Still. Und wie gesagt, sie brennen 2 Monate im Jahr und haben ungefähr ein Produktionsvolumen von 60.000 Litern. Ja. Schauen wir mal, was der Whisky so an der Nase sagt. Ich habe hier auf dem Tisch einmal die 2019er Version, also das Batch 4, und hier habe ich das Batch 5 von 2021. Der Whisky lag 8 Jahre lang in einem oder in Oloroso Sherryfässern, die vorher recharred wurden. Das heißt, sie wurden nochmal extra ausgebrannt, was die ganzen Sherry-Aromen nochmal so ein bisschen karamellisieren sollte. Wie schon gesagt, es wird um diese Abfüllung ein Riesenhype gemacht. Es gab die ersten 3 8-Jährigen von Kilcarron, die waren meines Erachtens ex-Bourbon-Fass gereift und die waren auch sehr schnell vergriffen, aber es wurde längst nicht so ein Brimborium gemacht wie um die erste Oloroso-Sherry-Fass-Abfüllung. Und die war sehr schnell vergriffen, sie stieg sehr schnell im Preis an. Und jeder dachte sich, warum? Um das heute mal zu ergründen, habe ich die beiden auf den Tisch gestellt. Ich habe diese Abfüllung damals für 59,90 gekauft. Das war noch ungefähr der Ausgabepreis. Also ich glaube, es fing mit 55 € an, ging dann immer in 5er-Schritten relativ schnell hoch. Und dann war das sogar, ich glaube, der letzte Preis in den Shops waren so 110, 120 €. Und das ist meines Erachtens auch schon viel zu viel. Wir haben hier eine Fassstärke vorliegen, hier auch. Hier haben wir 57,1% Volumen, hier haben wir 56,9% Volumen. Es wurde keine Farbe hinzugegeben und es wurde auch nicht kühl gefiltert. So, und wenn man jetzt mal die Farbe sich anschaut, das ist ganz interessant, dann ist, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennen kann, die alte Abfüllung von 2019, das Batch 4, ein kleinen Ticken dunkler als die 2021er Abfüllung. Und ich sage mal, die 0,2% Volumen Alkohol können es jetzt das auch nicht ausmachen. Also scheinen diese Fässer doch hier etwas aktiver gewesen zu sein. Ja, schauen wir mal. Man
Man hat bei Kilcarran immer so einen ganz leichten Rauch mit drin. Und hier habe ich auch so diese typischen Räucherspecknoten. Dunkle Früchte, Orangenzesten, ganz leicht nussige Aromen. Ja, und dunkle Früchte, so dunkle Kirschen, dunkle Brombeeren. Und so ganz leichte, ja, eher Vollmilchschokolade. Für 8 Jahre, schönes Bouquet an der Nase, aber jetzt auch nicht außergewöhnlich. Hier die 2021er Abfüllung. Und die ist wesentlich heller in Aromen. Hier habe ich auch leichte, zarte Räucherspeckaromen. Aber hier kommt die Orange viel mehr zum Ausdruck. Auch nussige Aromen. Aber die Früchte wirken heller. Und hier habe ich auch ja, so fast gar keine schokoladigen Aromen. Ganz leicht nur. Eher so eine Ahnung, als dass es wirklich so der Fall ist, dass ich sage, okay, nee. Nee, leichter Räucherspeck, dann kommt eher die Orange. Bisschen, ja doch, ganz leicht jetzt die Vollmilchschokolade. Und die Früchte wirken nicht so dunkel wie in der 2019er Abfüllung. Beide sehr schön, aber im direkten Vergleich von der Nase her würde ich doch eher die 2019er Abfüllung vorziehen. Ja, hier kommen nochmal Johannisbeeren mit rein. Das alles wirkt ein bisschen leichter, ein bisschen luftiger. Ja, okay. Dann schauen wir mal, was der so am Gaumen kann. Slanjewa, auf euch. Boah, der ist gut. Schöne Sherryfracht. Nicht überlagernd. Orange. Nussigkeit. Leichter Rauch am Gaumen. Jetzt kommen so flaumige Aromen. Pflaumen. Datteln, Feigen. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Und für 60 € finde ich den auch in Ordnung. Aber 110 ist für mich dann ein absoluter Mondpreis. Das ist Quatsch. Man merkt, dass der jetzt noch keine 12, 13, 15 Jahre hat. Also diese Tiefe in den Aromen ist so nicht gegeben. Ich finde, er wirkt schon einen Ticken älter als 8 Jahre, aber ich würde in der Blindverkostung nicht mehr als 10 geben. Dunkle Kirschen, Pflaumen. Jetzt eine schöne Nussigkeit auch. Jetzt wechselt das ein bisschen zu einer leichten Espresso-schokoladigen Note. Ja, so Rostaromen hat man, ganz leicht. Und der Rauch ist echt richtig schön mild, begleitend. Toll. Also echt eine schöne Abfüllung. Für 60 € toll.
Die war im Preis meines Erachtens auch so um die 60 Euro am Anfang, vielleicht 63, ging dann auch relativ schnell hoch und den gibt es jetzt noch im Shop für ja auch so 110 Euro. Also das gleiche Spiel, was man vorher hatte, mit dem Preis hat man hier auch wieder gehabt. Ja, hier bin ich in der Nase viel mehr so helle Früchte, rote Beeren, Himbeeren vielleicht sogar. Orangennote kommt viel oder ist viel präsenter. Leichte Schokolade mit mehr Milch als hier. Also hier ist es am Ende, wie gesagt, geht das so von dieser Vollmilchschokolade an der Nase, am Gaumen in so dunkle Schokolade über. Und man hat auch viel mehr dunkle, kirschige und brombeerige Noten. Der wirkt hier mehr so, ja, rote Beeren. Orangen. Nüsse und dieser ganz leichte Räucherspeck, der ist hier auch in der Nase. Also die sind schon sehr ähnlich, aber der ist eben noch ein Ticken dunkler. Und der hier eben von den Aromen her heller. Slange war auf euch. Der Rauch ist hier merkwürdigerweise präsenter. Bei beiden ist der Alkohol sehr gut eingebunden. Wie gesagt, hier 57,1% Volumen, hier 56,9%. Der stört überhaupt nicht. Also Wasser würde ich hier auch gar nicht einsetzen. Aber der Rauch ist präsenter. Viel mehr Orange, Zitrusfrucht. Die Beeren sind heller, Himbeeren, Johannisbeeren. Leichte, schokoladige, aber eher Vollmilchschokolade. Und auch Nüsse, die habe ich auch, Walnüsse. Hm. Also im direkten Vergleich finde ich die 2019er Abfüllung wesentlich gelungener. Weil ich aber auch diese tiefen, dunklen Beeren mag und diese leichten Espresso-Noten. Die habe ich hier nicht. Hier habe ich auch leichte Röstaromen im Abgang, aber hier liegt die ganze Betonung mehr auf den etwas helleren roten Früchten und der Orange. Ja, also auch eine tolle Abfüllung. Aber mich würde jetzt persönlich eher die 2019er Abfüllung ansprechen als die 2021er. Gut, das soll es von mir aus gewesen sein. Und bevor wieder die Stimme aus dem Off kommt, mache ich heute lieber Schluss. Bleibt mir gewogen. Schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.